Ja, zugegeben, die Ostertage, die waren ja wettertechnisch durchwachsen und eher unterkühlt. Aber bereits gegen Ende dieser Woche soll alles besser, sprich wärmer werden. Höchste Zeit für Gartenfreunde, die eigene Grünfläche mal wieder so richtig auf Vordermann zu bringen. Die passenden Anregungen gibt es dafür auf der Bundesgartenschau. Die beginnt zwar erst am 18. April, aber meine Kollegin Antje Klingbeil, die holt sich bei den Buga-Vorbereitungen schon mal die ersten Tipps. Schon mal die erste Hürde sozusagen. Ich bin heute einen Tag lang mit dem Buga-Pflanzteam unterwegs. Chef Stefan Wegner steht mir zur Seite. Aber wenn man das allein hier hochziehen muss, ist es schon ganz schön schwer. Ja, das ist schon ein ganz schönes Gewicht, ja. Ja. Dann das erste Malheur. Kein Problem. Dann habe ich ja heute hier schon meine erste Aufgabe. Stiefmütterchen wieder einsortieren. Eine ganze LKW-Ladung Blumen muss in die Erde. Stiefmütterchen, Anemonen, Tausendschönchen. Die Vorbereitungen für die Buga-Eröffnung Mitte April laufen auf Hochtouren. Na, Herr Wegner, das Wetter ist ja nicht so dolle heute, oder? Nee, für die Pflanzen ist es ideal. Bloß für uns nicht so schön, ja. In Premnitz zeigt die diesjährige Gartenschau 20.000 Frühblüher mitten im Wohngebiet. Das ist aber nur ein kleiner Teil des Buga-Geländes, das sich auf 5 Standorte und Städte verteilt. Erste Sache, wahrscheinlich ganz wichtig, Gütekontrolle, oder? Wir müssen ja gucken, was für Qualitäten wir bekommen, ja. Mhm. Und ich sag mal so, hier sieht man, das ist eine Top-Qualität, ja. Wichtig ist eigentlich immer, was man oben sieht, natürlich, aber was im Topf los ist, ja. Man sieht komplett durchgewurzelt, ja. So soll es eigentlich sein. Das ist ideal. Okay. Ja, sieht gut aus, oder? Ja, sieht einmal frei aus. Weil ich muss jetzt nochmal gucken, wo ich das CW1 jetzt gesehen habe. Chef Stefan sucht noch nach dem richtigen Beet für den Goldlack. CW4. Achso, gut. Das 5-köpfige Gärtnerteam und ich sollen erstmal austopfen. Warum wird man Gärtner? Was ist denn das Schöne da dran? Na, das Schöne ist, dass man halt in der Natur arbeitet, immer draußen ist. Das Gestalterische ist auch sehr interessant. Das, genau, genau. Dass man selbst ab und zu mal ein bisschen kreativ tätig sein kann. Goldlack in Dreiergrüppchen verteilen ist jetzt die Aufgabe. Ist das hier zu nah, was ich hier stelle? Nee, das geht so. Das geht ja? So, ja. Ein bisschen weiter vielleicht auseinander, weil die halt auch noch ein bisschen größer werden. Schippenübergabe. Oh, ja. Danke schön. Ich buddle einfach drauf los und werde sofort in meinem Eifer gebremst. Obwohl ich denke, ist schon mal ein bisschen zu tief. Würden wir die Pflanze zuschütten? Nee, das wollen wir auch nicht. Nee. Bei den anderen sieht das alles so leicht aus. Und viel schneller als ich sind sie auch noch. Wenn man natürlich dann so 8.000 Stück am Tag hat, ja, dann muss es natürlich schon zügig gehen. Ja, müssen die Handgriffe sitzen. 8.000 Stück, da bin ich noch lange nicht. Und doch ist es beschwerlich, meine Hand tut schon weh. So hat man irgendwann hier eine Schwiele, das sage ich Ihnen sofort. Am besten so halten, einmal rein in den Boden, aufgezogen, Pflanze rein und wieder zu. Aha. Fertig. Okay. Oder gehen wir so schnell? Einmal rein im Boden. Nee, warte mal, ich muss es jetzt mal testen. Da ist noch eine. Hier. Einmal rein im Boden. Zurückziehen. Dann erst noch mal. Mit der Dolchtechnik von Gärtner Tim ist das erste Beet fast geschafft. Nur eins von vielen. Stefan Wegner leitet seit 2 Jahren die Buga-Vorbereitungen hier in Premnitz. Für ihn eine große Verantwortung. Haben wir halt 4 Firmen auf der Fläche, die eigentlich rund um die Uhr jetzt pflanzen, ja. Und dass man da auch mal eine unruhige Nacht hat, das ist dann auch klar, ja. Letzte Nacht habe ich erst von diesen Rollcontainern geträumt. Immerhin 4 Hektar Ausstellungsfläche müssen bepflanzt und gepflegt werden. Gibt es denn hier noch was zu tun für mich? Ja, jetzt müssen noch die ganzen Beete gewässert werden, die Stauden, was wir gepflanzt haben. Okay. Und zwar müssen wir jetzt hier noch rüber gehen, genau. Aha. Gibt es eine besondere Gießtechnik? Sag mal, ob ich den Schlauch jetzt so oder so oder genau. So halte, ist egal. Ist natürlich viel besser, wenn es von Weitem raufkommt. Silvia Tietz muss es ja wissen. Sie gehört schon lange zum Team von Stefan Wegner. Am besten ist, du fängst immer von da hinten an, was am weitesten weg ist. Ja. Und dann wieder hier lang zurück. Okay. Was am dichtesten ist. Alles klar. Ich versuche, den Schlauch so hoch wie möglich zu halten. Anstrengend auf Dauer.
Ich finde, das geht ganz schön auf die Arme, oder? Kann das sein? Richtig. Richtig. Wie machen Sie das? Fall. Ist es bei Ihnen auch noch ein Problem oder haben Sie schon Muckis? Klar, man merkt es schon jeden Tag irgendwie. Kraft kostet es mich auch, den gerade angelieferten Bambus vom LKW abzuladen. Will ich vorne mit vielleicht anfangen oder kann ich den allein tragen? Ach, oh, geht alleine? Super. Nee, ich mach das. Okay. Na klar. Die Männer im Team wollen mich schonen. Wo kommen die hin? Das sind die Halbgroßen. Die kommen so hier in den hinteren. Okay. Nicht nur ich komme ins Schwitzen. Der größte Bambus kommt als erstes in die Erde, nicht ohne die Wurzeln zu kappen, damit sich neue bilden. So, ich komme. Haarwurzeln. Die kleinste Form der Wurzel und die nimmt nämlich das Wasser. Ein paar Spatenstiche und das Loch ist tief genug, meine ich. Siehst du, das ist noch ein bisschen zu hoch. Oh, habe ich mich verschätzt. War mein Fehler. Kein Problem. Beim zweiten Versuch klappt es dann. Und zufrieden? Sehr. Wunderbar. Für heute ist der Tag zu Ende. Morgen muss das Team um Stefan Wegner weitermachen, damit zur Buga-Eröffnung alles steht.